Was geht und willkommen zurück zu Project Zomboid. Ja, wir haben in der letzten Folge hier so ein bisschen gelootet. Ich habe bin ein bisschen weitergefahren, jetzt auch mal so außerhalb der Aufnahme. Ich bin hier oben jetzt angelangt. Wir haben irgendwie hier unten aufgehört. Einfach um zu schauen, was es hier so gibt. Also hier ist so ein Motel. Hier sind ein paar Autos. Vielleicht können wir eins davon kurzschließen. Den, machen wir mal kaputt. Genau, wir gucken mal so ein bisschen nach Autos. Also ich habe leider so ein bisschen durchgesucht, aber nichts gefunden. Irgendwie so, so ein Gartenmöbelladen oder sowas. Also da gibt es leider nichts. Deshalb ist es halt schwierig jetzt irgendwie zu gucken, wo gehen wir als nächstes hin. Ich bin fast wirklich am Überlegen, in einer der nächsten Folgen zur nächsten großen Stadt zu fahren. Okay, da hinten kommen schon ein paar Zombies, die mich wahrscheinlich entdeckt haben. Was ist das? Das ist hier auch so eine Art Motel, glaube ich, ne? Ja, genau, hier ist Küche. Ein paar Zombies. Wir müssen natürlich aufpassen, weil gleich werden hier... Ja, hier ist Toilette. Hier kommen nämlich die Zombies gleich. Ich würde sagen... Da, ich weiß nicht, gibt es im Motel was Interessantes? Vielleicht eher in der Rezeption. Hier in diesem Briefkasten leider auch nichts. Ja, hier kommen wir natürlich nicht rein. Oh, wir können hier auch das Fenster versuchen aufzumachen. Hat auch tatsächlich funktioniert. Oder auch nicht. Mal gucken, dieses hier. Ah, wäre natürlich zu einfach gewesen. Ja, und in diesen einzelnen Räumen, keine Ahnung, ob wir da jetzt unbedingt was Interessantes finden, in den einzelnen Zimmern. Würde ich jetzt ungern durchsuchen. Hier unten ist, glaube ich, ja, da waren wir schon, Jennys Table. Ja, was machen wir? Okay, siehst du, die Zombies lauern schon an meinem Wagen. Das ist natürlich nicht so geil. Ich würde sagen, wir steigen schnell ein und machen uns auf den Weg. Wir haben Motor angelassen, in dem Fall war es aber Gott sei Dank nicht so schlimm. Wollen wir mal gucken. Ah, hier ist Spiffos. Ist auch wieder so ein, ja, Restaurantkette. Hier auch Pizza. Meine Güte, hier gibt es ja nur Essen. Also verhungern werden wir auf jeden Fall nicht. Ja, ich will nicht weiterfahren, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte... Ja, weißt du was? Wir fahren erstmal, glaube ich, zurück zur Basis oder finden oder wo wir ein bisschen Benzin. Ich glaube, dieses Auto war noch intakt, ne? Ich glaube, dieses Auto war noch gut intakt. Stellen wir kurz den Motor ab. Ich glaube, für dieses Auto hatten wir einen Schlüssel. Kann das sein? Hier können wir es nicht anschalten. Benzin ist alle. Okay. Okay. Aber ich glaube, dieses Auto war intakt. Okay, da kommen jetzt wieder einige Zombies. Ich glaube, hier waren wir auch in der Tankstelle selber schon drin. Ja, aber Kraftstoff, ne? Ach, meine Güte. Kraftstoff ist echt gut. Vor allem die Kraftstofftanks sind auch so problematisch. Einmal bitte anschmeißen das Auto. Hallo? Das Auto will nicht angehen. Vielleicht sollte ich doch in das nächste Mal die Autos anlassen. Benzin haben wir ja erstmal genug. Wo fahren wir denn jetzt eigentlich lang? Meine Güte, ich bin komplett planlos irgendwie. Wir sind hier oben. Okay, wir sollten... Ja, vielleicht wieder zurück auf die Straße. Ich merke, es ist ziemlich anstrengend, hier auf dem Rasen zu fahren. Okay, was ist denn das hier eigentlich für ein Gebäude? Ist das ein Lagerhaus oder sowas? Sieht aus wie so ein Lagerhaus, ne? Vielleicht bleiben wir einfach mal kurz hier. Tor geht nicht auf, dieses Tor ist aber auf. Oh, okay. Kfz-Mechanikband haben wir bereits. Ersatzmotorteile, holy shit, okay, das ist eine Kfz-Werkstatt. Metallschrott, ja, glaube ich, brauchen wir erstmal nicht. Ersatzmotorteile. Die Frage ist, wir haben sowieso keine Skills. Autobatterie, Ladegerät, Elektronikschrott, Radio Valutec. Mann, hier gibt es echt gutes Zeug, ne? Kann man dieses Teil hier auch nutzen? Das wäre natürlich mega. Blechdose, schmutzige Bandage. Werkzeugkasten, Wagenheber. Die schmutzige Bandage, die nehmen wir mal mit. Die können wir reinigen.
Und hier nehmen wir auf jeden Fall den Wagenheber mit und den Werkzeugkasten. Ich glaube, eine Luftpumpe haben wir bereits. Ob wir das brauchen werden, keine Ahnung. Wir nehmen es einfach mit. Sind natürlich jetzt sehr, sehr schwer beladen. In Hoffnung, dass wir jetzt hier vielleicht noch was Interessantes finden könnten. Staubschutzmaske. Okay. Hallo? Okay. Schweißermaske, Overall. Wir sollten uns hier nicht in engem Gebiet aufhalten. Hier kommen gleich einiges an Zombie. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Na? Okay, das ist einfach nur irgendwie so ein Abstellraum. Hier ist Blatt Papier. Leere Wachsmalstifte, Wachsmalstifte, Buch, Gummiband. Okay, da ist leider nichts Besonderes. Das heißt, wir kümmern uns einmal um den hier. Also ihr merkt, ich bin in dieser Folge ein bisschen planlos. Ich würde schon gerne, holy shit, war das eng, zurück zur Basis, aber irgendwie fehlt mir dann doch so der spezielle Loot. Einmal aufmachen und ins Auto. Ja, wir sehen es, es kommt viel zu viele Zombies. Und weg und weg und weg und weg. Die Frage ist, wohin? Auf jeden Fall zurück zur Straße, nicht gegen Baum bitte. Da hinten ist die Straße. Okay, okay, wo sind wir? Wir sind wieder hier. Okay, wir fahren einfach mal wieder runter. Wo waren wir denn noch nicht? Wo waren wir noch nicht? Verdammt nochmal. Hier unten. Wir waren eigentlich überall schon hier, ne? Und es gibt hier leider, leider Gottes kein Gärtnerladen oder sowas. Oder ein Baumarkt oder sowas ähnliches. Heißt, wir müssen tatsächlich weiterziehen. Und das wird mit Sicherheit eines... Wobei, was ist das denn hier? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Okay, die letzte Station, bevor wir zurück zur Basis zurückkehren. Nämlich das hier, was auch immer das ist. Vielleicht können wir da einmal schnell looten. Müssen hier natürlich einmal aussteigen. Schnell die Zombies hier einmal erledigen, bevor der uns hier beißt. Zack. Wir sind hungrig. Wir sind unglücklich. Wir sind schläfrig. Alter, wir sind einfach mal alles. Zack. Sehr gut. Können die trotzdem hier gut erledigen, die Zombies. Ah, der Baseballschläger. Der hat sich schon gelohnt. So, was gibt es hier Schönes? Sieht aus wie ein Lager aus Brause. Weißt du was? Trinken? Warum nicht? Sind ganz viele Kisten. Dose mit Hafer mitnehmen. Haben wir noch nicht. Mehl mitnehmen. Aluminium, glaube ich, brauchen wir erstmal nicht. Achso, hier ist es. Okay, das scheint ein Lagerhaus für Lebensmittel zu sein. Holy shit, gibt es viel Lebensmittel. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Käsenudeln, getrocknet. Ah, alter Schwede, okay, das ist ein... Ah, okay, das ist auch hier wieder so ein Lebensmittelladen. Hier waren wir allerdings noch nicht drinne. Das Gute ist, mit etwas Glück finden wir hier vielleicht auch Magazine. Ich weiß es nicht. Teebeutel interessieren uns nicht. Hier gibt es auch nochmal Wasserspender. Den müssen wir einmal erledigen. Dann würde ich sagen, einmal hier rein. Okay, hier ist Divorce-Theke. geil. Also es ist echt schon, man muss auch sagen, so diese Loot-Verteilung ist halt wirklich realistisch, ne? Barett finde ich echt gut gemacht. Brot, 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 Brot. Alter Schwede, guckt euch das mal an. Wollen wir ein paar verrottete Sachen mitnehmen für unser Dünger. Hier hätte man als erstes hingehen müssen. Hier ist so ein frischer Laden. Aber gut. Weiß man natürlich alles nicht. Erdnussbutter, holy shit. Also wir werden auf jeden Fall nicht verhungern. Wir werden auf jeden Fall nicht verhungern. Vielleicht können wir nochmal ein paar Flaschen mitnehmen. Ich glaube, schadet nicht. Wir haben eigentlich genug Flaschen, aber... ja, kann man, glaube ich, nicht genug haben. Was für ein riesen Lebensmittelladen, das gefällt mir. Zack, hier waren wir schon, von hier kommen wir. Dose mit Chili, Erdnuss, weißt du was, wir essen hier auch ruhig nochmal was. Können wir uns ja mal gönnen, ne? Warum nicht? So, alles essen. Und es gibt sogar noch ein Stockwerk nach oben. Holy moly, was ist das denn? Geld bringt uns leider nichts in der Apokalypse.
Apokalypse, Schachtel mit Büroklammern. Komm mal hier irgendwie rein. Ja, was gibt es hier? Notizbuch, Locher. Okay, Blatt Papier. Interessant. Interessant. Wir gehen mal nach oben, einfach nur zum Schauen, was es hier gibt. Ah, okay, das ist hier so der Essbereich anscheinend. Ungekochte Kakerlake, lecker. Hm. Ein Gaumenschmaus. Hier sind die Toiletten, okay. Toiletten und die Küche. Ja, Büroklammer, Kreuze, ja, aber hier finden wir leider nicht das, was wir brauchen. Ich meine, Lebensmittel schön und gut, aber haben wir eigentlich en masse? Papier, ja. Feuerzeug, Kugelschreiber, Schere. Haben wir alles? Haben wir alles? Wir brauchen Magazine. Das heißt, ich glaube, wir brauchen gar nicht so wirklich ins Gewerbegebiet gehen. Wir sollten vielleicht eher wirklich Wohngebiete durchsuchen. Vielleicht finden wir da eher, so stahle Kiste, Magazine. Ja, würde ich sagen, machen wir auch einfach mal Kandiszucker. Weißt du was, gönnen wir uns einfach mal. Schön Kandiszucker reinpfeffern, dann noch ein Minzbonbon. Dass wir auch schön gesättigt sind. Oh, wir sollten mal gucken. Ja, ich wollte gerade sagen, unsere Bandage, ne? Einmal bitte Stofffetzen anbringen. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir uns erstmal wieder auf den Weg zurück zur Basis. Wo geht's denn hier nochmal raus? War da nicht so ein Tor? Ah, hier unten. Okay, ich hoffe, hier sind jetzt nicht allzu viele Zombies. Da unten sind ein paar, aber die könnten wir davonfahren. Hallo, einsteigen. Okay. Ja, besser nicht Kofferraum kaputt machen, sonst kommen wir da an unserem Loot nicht mehr ran. Okay, ich würde sagen, zurück zur Basis. Wir haben jetzt doch ein bisschen gutes Zeug gefunden, aber halt nicht das, was wir zwingend benötigen. Was wir zwingend benötigen, sind wirklich Magazine. Für unser fallende Band. Weißt du was, wir fahren mal in diese Richtung. Ich glaube in diese Richtung, wir waren hier zwar schon, allerdings gibt es hier vielleicht noch einige, ja, Wohngebäude, wo wir noch gar nicht die Briefkästen durchgestöbert haben. Das machen wir einfach mal auf dem Weg zurück zur Basis. Warum nicht? Aber, ja, hier ist natürlich nichts. Fahren natürlich auch immer mal. Ein Fahrrad wäre jetzt, also ein Fahrrad wäre geil, wenn es hier Fahrräder gibt. Könnte man hier so mit dem Fahrrad lang peitschen. Wäre natürlich auch ganz cool. Aber hier gibt es halt nichts, ne? Ich will jetzt auch nicht in die Gebäude rein, weil es wird auch langsam spät. Ich will jetzt hier wirklich nur schauen, ob wir die ich glaube, hier waren wir aber schon, ne? Ob wir in den Briefkästen eventuell was finden. Hier ist nichts. Und da ist auch nichts. Ach Mensch, ach Mensch, ach Mensch. Elektronikband und Jägermagazin. Das ist das, was ich auf jeden Fall benötige. Hier sind auch noch ein paar Autos, aber da will ich jetzt erstmal nicht ran. Das können wir dann vielleicht... Ja, Magazin für Metallarbeiten. Das haben wir noch nicht gelesen, deshalb nehmen wir das einfach mal mit. Passt im Rucksack leider nicht mehr rein. Wir sind recht schwer beladen. Okay, hier nicht. Autohandbuch für Sportmodelle. Bereits gelesen. Okay, volle Wurst. Dann würde ich sagen, einmal weiter geht's. Wie gesagt, die Autos haben wir im Hinterkopf, aber ist jetzt erstmal nicht Prio. Wobei, wenn wir wirklich einen langen Weg, wenn wir wirklich irgendwann eine Stadt erkunden wollen, dann braucht man, glaube ich, wirklich ein Auto, was lange funktioniert. Ich glaube, dieses Taxi eignet sich noch ganz gut. Man kann natürlich aber auf dem Weg sich andere Autos irgendwie zulegen. Wir haben wieder falsch eingestiegen. Sehr, sehr gut. So. Mehr Briefkästen gibt es hier. Ja, da oben, aber das ist mir doch ein bisschen zu gefährlich. Diesen Briefkasten haben wir umgesetzt. Ja, ich glaube, wir sind fast schon in der Basis. So, haben wir hier noch was? Natürlich nicht. Und dann würde ich sagen, letzter Briefkasten hier unten. Ist natürlich nichts. Ja. Gut, ab zur Basis zurück.
Erstmal ausruhen, ganzen Loot verstauen. Ich hoffe, wir kommen an unserem Kofferraum noch ran und dass der nicht auch kaputt ist. Ich glaube, hier unten müssen wir, ja. Dann sind wir schon da. Mensch, ich kenne mich hier schon aus wie in meiner eigenen City. Okay. Gut, dann würde ich sagen, parken wir das Auto einfach mal ganz, ja, vornehm hier hin. Einmal Motor abstellen. Mit der Hoffnung, dass wir hier in den Kofferraum kommen. Ja, ist auch auf. Lassen wir auch auf. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Nachteil hat, wenn wir den Kofferraum auflassen. Den ganzen Loot verstaue ich jetzt hier mal ganz in Ruhe. Leg mich schlafen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. War eine etwas kürzere Folge, aber gut. Ist auch nicht wirklich viel passiert. Also, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.